Hallo. Heute machen wir zusammen eine Leinwand. Eine Kalhan-Leinwand. So eine Leinwand selber zu machen, macht es Sinn, wenn man große Formate malen möchte. Kleine Formate sind natürlich günstig zu kaufen, aber die großen Formate, die fertige Leinwände, sind natürlich sehr, sehr, sehr teuer. Und wenn man die Leinwände selber macht, also in Formaten wie 1 Meter mal 1,20, 1 Meter mal 1,30, dann spart man etwa, ja, sagen wir so, die Hälfte vielleicht, vielleicht noch weniger, aber immerhin. Und was brauchen wir alles für so eine Leinwand, um es selber zu machen? Als erstes natürlich diese Keilrahmen. Ich habe jetzt für euch ein Format gewählt, 1 Meter mal 1,20 Meter. Das sind die Keilrahmen, die dazugehörige Keile. Ich erkläre es später, wofür man sie braucht. Tacker, natürlich sehr wichtig. Und natürlich, das Wichtigste ist ja Leinwand, das ist ja Leine. Leinetuch. Dann auch eine Grundierfarbe. So eine Rolle, um die Farbe zu grundieren. Und so eine Ziehzange, damit zieht man ja das Tuch, damit die Spannung erzeugt wird. Und Wasserbacke. Das wäre alles. Jetzt geht's los. So, wir fangen jetzt mit unserem Keilrahmen an. Wie ich schon mal gesagt habe, wir haben jetzt ein Format 1 Meter mal 1,20 Meter. Das sind diese Keilrahmen. Wir werden das jetzt zusammenbauen. Das ist jetzt 1,20 Meter. Die Breite. Diese Keilrahmen, die sind ja, die kann man ja fertig kaufen, fast bei allen Künstlerbedarfladen. Und die sind ja schon fertig, so fertig gemacht, dass man nur die reinstecken braucht. Das ist ja fertig. Also das ist jetzt keine so große Sache. Wir fangen jetzt einfach damit an. So steckt man das zusammen. Dazu gehört auch Zwischenleiste. Zwischenleiste ist sogenanntes Kreuz. Die braucht man, damit die Leinwände sich nicht verbiegt, weil natürlich das Tuch bespannt wird, kommt ja zu Spannung. Und dann, wenn man kein Kreuz hat, dann verbiegt sich das Ganze und das sieht dann nicht so schön aus. Also Zwischenleiste braucht man auch einmal 1 Meter, einmal 1,20. So sieht es dann aus. Das steckt man hier rein. Die Löcher sind ja schon vorbereitet. Das ist wirklich kinderleicht, muss man sagen. So. Und jetzt noch die letzte Leiste reinstecken und dann haben wir es geschafft.
natürlich noch nicht stabil. Jetzt müssen wir gucken, ob wir das in Waage haben. Wie machen wir das? Dafür habe ich hier eine Wasserwaage. Und jetzt prüfen wir das einfach. Ja, sieht gut aus. Fangen wir mal an. Alles in Waage. So würde es dann aussehen, wenn wir das aufnehmen. Also, das haben wir jetzt geschafft. Wenn wir die Leinwand, also das Tuch, darauf spannen, ist es wichtig, dass die Leinwand, also die Keilrand, stabil ist. Weil das kann ja, das kann zu Bewegungen kommen und dann ist es wieder nicht mehr in Waage. Deswegen mache ich das mit dem Tacker, hier die Ecken, damit es stabil bleibt. Dreimal. Damit es sich nicht mehr bewegt. Fertig. Okay. Jetzt machen wir, spannen wir das Tuch. Gespannt, wo es hier so etwas höher steht, ja? Also nicht auf die glatte Seite, sondern auf die andere Seite. So, jetzt tackere ich eine ganze Seite. Die andere Seite muss man natürlich sehr stark ziehen. Man kann das damit ziehen, mit dieser Ziehzange oder auch mit der Hand. Ich mache es mit der Hand. Also ganz stark ziehen, ziehen, damit Spannung aufgebaut wird. Und tacker. Die andere Seite. Ich habe jetzt nur dreimal hier getackert und die Seite auch ziehen wir hier sehr stark. Seite tackern, da ziehen.
Jetzt tackern wir einfach überall, wo nicht getackert wurde. Die ziehen wir gleichzeitig natürlich. Was noch fällt, das ist die Grundierung, das machen wir gleich. Und wenn man möchte, kann man diese Keile noch reinstecken. Hier gibt es ja diese Löcher, die steckt man einfach hier rein. Und das bringt ja Spannung. Muss man nicht immer machen, aber es wird empfohlen, das zu machen. Jetzt grundieren wir die Leinwand. Es gibt ja Grundierfarbe. Ich nehme eine ganz normale weiße Acrylfarbe. Das bringt ja auch einfach drauf. Dann mit der Rolle. Einfach so hin und her rollen. Und das Grundieren macht man zweimal, etwa eine halbe Stunde ist die Farbe schon trocken, dann kann man es noch einmal machen.
Wir sind fertig mit der Leinwand. So sieht es dann aus. Das stellt man dann auf den Boden und ja, so halbe Stunde, dreiviertel Stunde ist es dann trocken. Außer dass es günstig ist, macht es natürlich Spaß, auf einer Leinwand zu arbeiten, was man selber gemacht hat. Und außerdem kann man ja die Keilrahmen selber aussuchen, die etwas stabiler sind, weil die ganzen fertigen, günstigen Leinwände, die aus China oder von wo sie alles kommen, die sind ja nicht so gut, die sind nicht so stabil und oft verbiegen sie sich. Deswegen bitte nicht an falscher Stelle sparen, wenn dann gute, stabile Leinwände kaufen oder halt selber machen. Das war sehr viel Spaß. Vielen Dank.